An einem kalten, regnerischen Abend steht ein Junge an der Straße und verkauft Bonbons. Aber niemand kauft etwas. Er ist nass und hungrig. Traurig hockt sich der Kleine in eine Ecke, um sich vor dem Wind zu schützen. Er sehnt sich zurück nach seiner Mutter und einem Vater, der nicht immer betrunken ist. Oft hat ihn sein Vater geschlagen, bis er eines Tages von zu Hause weglief und sich den Straßenkindern anschloss. Seitdem lebt er auf den Straßen der großen brasilianischen Stadt São Paulo. Da kommt ein Polizist vorbei und fragt: Was machst du hier und wie heißt du? Der Junge erschrickt. Ich heiße Fernando und verkaufe Bonbons, aber es regnet zu sehr. Und wo schläfst du heute Nacht? Normalerweise auf ein Stück Karton unter der Brücke, aber da ist jetzt alles nass. Mit großen, bittenden Augen schaut er den Polizisten an.